So, das ist meine Aufstellung fürs Torwandschießen. Angelique Kerber, Danny McEskill und Peter Lanig. Hallo. 18 Jahre aus Biber-Ehren. Das ist bei Würzburg, habe ich mir sagen lassen. Spielt selber Fußball, Schiedsrichter, Trainer und noch Azubi. Was macht am meisten Spaß? Na klar, das Spielen, aber Trainer, jedes hat seinen Reiz. Mhm. Als Trainer will man immer sehen, dass seine Spieler vorankommen. Als Spieler selber will man halt Tricks machen, Spaß einfach haben. Und ja, das macht schon alles recht viel Spaß. Und auch mal FC Bayern. Mit Sammer gut? Ja. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir wieder einen Titel kriegen. Ja, genau, mal einen Titel. Wir schauen uns erstmal an, was für Tricks du drauf hast. Wir sehen das schon. Wie lange geübt? Unterschiedlich. Kommt immer drauf an. Also manchmal klappt es fast auf Anhieb und manchmal muss man einfach mehrmals dran üben, wie bei Danny McEskill. Wie Danny, genau. Aber er schafft ja alles im ersten Versuch. Ja, Danny ist spitze. Also, es geht los mit dem Torwandschießen ohne Torlinientechnologie. Und Frau Kerber fängt an. Ja. Angelique Kerber, 3 Bälle unten. Sie brauchen natürlich Ihre Unterstützung. Aber das geht schon hin. Halleluja. Und der zweite folgt zugleich. Danny fängt schon an zu zittern. Hallo. Sieht gut aus. Ja. Okay, 3 Bälle zum Rantasten. Danny, okay. 3 down. Well done. So. Oh, gefühlvoll. Schottische Fußballschule. Und noch einen dritten. Okay. Ich würde mal sagen, Peter, sieht schon mal nicht so schlecht aus gerade. Auch Peter Lahn, ich brauche Ihre Unterstützung. 3 unten. Los geht's. Ja, da hat er die Kante übersehen. Einen braucht er. So. Jetzt gib mal Gas. Ah, sehr gut, sehr gut. 1:0. Jetzt 3 oben, bitte. Ah, nur ein Ball. Technik rauszukriegen. Angelique Kerber, kurze Frage. Haben Sie eine Wette laufen? Ich habe eine Wette laufen. Wie viel müssen Sie machen? Ein. 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 Mit meinem Trainer. Dann lädt er mich nämlich zum Essen ein. Oh, das würden wir ihm so gönnen. Ne? Also, ja. Eben. Also, einen. Kurzer Hinweis oben. Ich weiß. Ach so. Ich hab's kapiert. Yo. Der letzte. Bitte nochmal Applaus für unsere deutsche Nummer 1 im Tennis. Ja, wenigstens mal was kaputt gemacht. Tut mir leid. So, Danny. Okay. 3 oben. Ich glaube, der Junge braucht sein Fahrrad hier. Okay. Danny, letzter Ball. Mit freundlichen Grüßen auf die Isle of Skye. Ah, okay. Ein fairer Sportsmann. Damit steht jetzt schon eins fest. Die Färöer-Inseln, Deutschland und Peter Lanig kommen zusammen. Oh, Freunde. Das gibt's doch nicht. Da macht er alles kaputt. Peter! So, jetzt der letzte Ball für Peter Lanig. Gewonnen hat er schon. Wenigstens hat er es heil gelassen. Peter, ganz toll. Komm zu uns. Das war das aktuelle Sportstudio. Ich sage vielen Dank an Angelique Kerber fürs Dasein. Danny, it was a great pleasure. Danke. Danke, Peter. Vielen Dank an Sie im Studio.